Bild. Und dann haben wir hier unser Arbeitsbild. Da haben wir die Silhouette. Hier sieht man auch die komplette Einstellung. Dreschkorböffnung, Drehzahl, Dreschtrommel steht gerade. Sieb, Obersieb 18, unten 11. Hier wird die Drehzahl vom Gebläse angezeigt werden. Drehzahl vom Rotor. Und hier kann man auch sehen, wie viele Rotorklappen geschlossen sind oder Rotorkörbe offen oder geschlossen sind. Ne? Hier haben wir unseren Leistungsmonitor. Hier in der Mitte sehen wir die Verlustanzeigen, Rotor, Siebkasten. Hier hätten wir einmal den Gesamtüberkehr und dann einmal Inhalt der Öle, sind es Körner oder Kaff. Und hier außen hätten wir dann praktisch Bruchkorn und Nichtkornanteil. Diese Felder, die drei, sind frei belegbar. Man kann jetzt hier ein Kamerabild hinsetzen. Hier haben wir jetzt, ist nur ein Beispiel, was man alle machen kann. Wir können zum Beispiel mal einmal hier kurz durchblättern, welche Möglichkeiten man alle hätte. Da kann man diese, aus diesen ganzen Möglichkeiten kann sich jeder Fahrer seine Favoriten zusammenstellen. Ja, also kann man aus über 40 Möglichkeiten wählen. So, gleich zur Bedienung. Wir können einmal wir haben hier den sogenannten Satelliten. Hier oben diese Reihe ist direkt der Zugriff. Also so kann man die Maschine direkt einstellen. Wenn ich jetzt hier drücke, sieht man das Zeichen für Dreschkorb, kann auf- und zufahren. Jetzt kann man auch mal praktisch einen Aussichtsfahrer, wer vielleicht ein bisschen Angst hat vor den ganzen Terminals, man kann sagen, da brauchst du gar nichts machen. Hier die Maschine stellst du einfach über diese 7 Schalter ein. Ne? Man hat jetzt die Möglichkeit, also über die Schalter direkt einzugreifen. Man kann auch über den Weg gehen, touchen. Einmal den Rotor anklicken. Jetzt könnte ich die Rotordrehzahl oder die Rotorkörbe öffnen oder schließen. Dasselbe, wenn ich einmal das Dreschwerk anklicke, kann ich hier Korbabstand oder Dreschtrommeldrehzahl einstellen. Die dritte Möglichkeit ist über den Inkrementalgeber. Wähle ich hier die Maschine an. Zum Beispiel Separation. Hätte ich da jetzt auch Rotor. Rotorklappen, Rotorgeschwindigkeit, wieder ein zurück. Reinigung, kann ich die Siebe einstellen, Obersieb, Untersieb oder Gebläsedrehzahl. Also das sind eigentlich drei Möglichkeiten, um dahin zu kommen. Der eine Fahrer, der toucht heute lieber, der andere sagt, wenn das Feld aber doch unruhig ist, kann sein, dass ich schnell mal daneben greife, dann habe ich die Möglichkeit, hier Inkrementalgeber nehmen und anwählen, durchdrücken. Ne? So, Dreschwerk einschalten. Ist ja heute sanfter, weil wir da die Kupplung haben. Man hört nicht mehr dieses Gejaule, wenn er einrückt. Vorne Schalter, Schneidwerk einschalten. Motordrehzahl haben wir jetzt in der Armlehne. Halbgas, Vollgas. Schalten wir eben einmal unser GPS, die Linie wiederholen mit der AB-Spülung. Sieht die der GPS-Pilot die Maschine auf die Linie. Autokontur aktivieren. We'll be right back.
Ja.